Vielen Dank. In der Tat ist das Thema Karenzzeiten für Politiker eins, das immer mal wieder eine Rolle spielt. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens, dass es immer mal wieder Anlass dazu gibt. In diesem Fall ist jetzt der Fall Pofalla. Hier in Berlin ist es auch der schon angesprochene Fall. Zweitens, dass das keine Konsequenzen hat, jedenfalls nicht auf rechtlicher Ebene und anscheinend auch nicht, was das immer wiederkehrende Vorkommen solcher Fälle angeht. Und Herr Kage, auch, dass es jetzt im Fall Pofalla zum Beispiel wieder dazu führt, dass sagen wir mal, dass Vertrauen in die Politik allgemein Schaden nimmt, liegt nicht daran, dass sich die Piratenpartei zu dem Thema äußert. Es liegt daran, dass es einfach passiert. Und diese verbreitete Praxis des Übergangs aus der Politik in die Wirtschaft in, naja, problematischen Fällen, in denen halt, und das ist ja eigentlich schon eine, das ist ja eine konkrete Bestimmung in Fällen, in denen es halt eben der Anschein erweckt wird oder der Anschein potenziell erweckt wird, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das sind Konstruktionen, die haben wir für Beamte so ähnlich, die haben wir auch für Richter zum Beispiel. Ist ja durchaus sinnvoll. Und ich glaube, man kann Frau Seibelt nicht sagen, es funktioniert ja, weil die Leute empören sich ja bei einem Fall, in dem es problematisch ist. Wenn wir ein Gesetz nicht brauchen, weil die Leute sich ja so schon empören, wenn etwas passiert, wann brauchen wir dann überhaupt Gesetze? Also wir brauchen Gesetze, um zu verhindern, dass etwas passiert. Und wenn Empörung nicht verhindert, dass etwas passiert, dann reicht Empörung halt nicht. Empörung bewirkt noch nichts. Naja. Dann gibt es natürlich an dem konkreten Antrag der Grünen einiges, was man diskutieren kann. Man kann da über die Zeit diskutieren. Man kann da durchaus diskutieren, ob es nicht geboten wäre, dann auch die Zahlung von Übergangsgeld an diese Karenzzeit zu koppeln. Ob es geboten wäre, die Dauer der Amtszeit an die Karenzzeit zu koppeln, kann man ja alles diskutieren. So, man kann darüber diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, ob es denn richtig ist, dass, wie der Antrag der Grünen es vorsieht, der Senat das Gremium ist, was am Ende diese Entscheidung trifft. Man kann da über eine, wie auch immer zusammengesetzte, das müsste man dann auch diskutieren, unabhängige Kommission drin, wie es auf sie auf EU-Ebene ja gibt. Im Übrigen, das Argument, dass das alles grundsätzlich verfassungsrechtlich problematisch wäre, stellt ja die Frage in den Raum, wie ist denn das eigentlich mit der Regelung in Bezug auf die EU-Kommission? Das ist ja auch geltendes Recht. Also das müsste man dann ja auch in Frage stellen können auf der Grundlage. Im Einzelnen kann man das sicherlich diskutieren, aber die Abwägung ist eine, die auch an anderer Stelle gemacht wird. Die Abwägung zwischen der Berufsfreiheit auf der anderen Seite und halt dem durchaus legitimen Interesse, dass er dem entgegensteht, die Abwägung muss halt gemacht werden. Es ist, um mal den Bezug zur freien Wirtschaft zu nehmen, es ist in der freien Wirtschaft auch durchaus üblich, in Verträgen Regelungen zu haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es wäre nett, wenn die Gespräche draußen geführt werden. Das stört. Die eine anschließende Tätigkeit irgendwo anders ausschließen, ist dann natürlich auch wiederum an die Zahlung von Geldern gekoppelt. Aber natürlich geht das. Außerdem weiß ich, es ist irgendwie in der Diskussion, hatte ich das Gefühl, ein bisschen untergegangen. Es ist ja nicht so, dass der Antrag der Grünen eine strikte Verbotsregelung vorsieht. Der Antrag der Grünen enthält ja nur eine Ermächtigung, in Einzelfällen solche Betätigungen zu verbieten. Es ist leider jetzt auch wenig über den zweiten Teil des Antrags der Grünen geredet worden, nämlich die Fristsetzung für die Anschlussbeschäftigungen von Staatssekretären. Diese Fristsetzung ist in der Tat vernünftig. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man einfach nicht 16 Monate braucht, wie Herr Dr. Behrens schließlich festgestellt hat, um so eine Entscheidung zu treffen, kann es halt auch nicht im Interesse der Betroffenen sein, wenn so eine Entscheidung 16 Monate braucht. Jedenfalls dann, wenn man davon ausgeht, dass die Entscheidung offen ist.
und nicht schon von vornherein feststeht, was am Ende dabei rauskommt. Insgesamt, wir begrüßen diesen Antrag vom Ansatz her auf jeden Fall. Über die Details kann man im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank.